Heute Hirsebaggers mit Guacamole. Kleines bisschen Mix mit Hirse ist feine Geschichte. Einfach probieren. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht für unsere Hirsebaggers heute mit Guacamole. Na, haben wir natürlich mitgebracht, wir fangen mal von hinten an. Ich habe es falsch schon mal aufgebaut. Einen Koriander ist wichtig für die Guacamole. Tomate brauchen wir, Avocado haben wir, da habe ich zwei verschiedene mitgebracht. Ich sage Ihnen gleich warum, ein bisschen Öl später zum Braten. Limette, in dem Fall Jalapenos, wenn Sie Chili brauchen, nehmen wir das Chili oder haben, nehmen wir das Chili her. Zwiebelchen, ein Ei. Knoblauch, eine Creme Fraiche und hier hinten haben wir die Hirse und die habe ich hier schon gekocht. Das dauert 20 Minuten, einmal hochkochen lassen, ziehen lassen mit kleiner Flamme. Fertig, schaut am Schluss so aus. Das nehmen wir dann für die Baggers und das ist alles, was wir brauchen für lecker Essen. Anfangen mit unseren Baggers, ja. Also hier habe ich zwei, das sind über 250 Gramm Bäckler, das sind die 50 Gramm, das sind die 200 Gramm. Mit einem Schuss Wasser, halbe ist auch jetzt einfach mal, ja, also 1:1. Einmal aufkochen, Salz natürlich nice, dann schmeckt Ihnen das nach eingeschlafene Füße. Und einmal aufkochen, dann auf kleiner Flamme, circa 20 Minuten. Und ich sage Ihnen, wie es ist, ich bin jetzt auch keiner, der wo jetzt, ja, was mache ich einmal im Jahr, mache ich was mit Hirse vielleicht. Ja, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, schmeckt wieder klasse. Echt eine feine Geschichte. Sollte man öfters nehmen, weil es wirklich, ja, mit was vergleiche ich das? Mit sehr gesundem Reis, sage ich mal. Das wäre doch so die gute Beschreibung. Also muss man keine Angst davon haben. Schmeckt wirklich fein. So, Etzela, Sie haben, wir haben Hirse rein, Frischkäse rein. Oder nee, stimmt gar nicht. Creme Fraiche habe ich mitgebracht. Gell? Creme Fraiche rein, können es aber natürlich auch an Frischkäse verwenden. Wir brauchen halt ein bisschen eine cremige Substanz drin, dass wir schöne Masse kriegen. Zwiebelchen schwitzen wir jetzt an, Knoblauch dazu und dann machen wir aus dem eine richtige Baggersmasse. Salz, Pfeffern. Wie man Baggers aus Kartoffeln macht, so macht man das aus Hirse. Alles kein Problem. Ja? Und da ist auch wieder, wenn Sie sagen, ich will keine Zwiebel, dann lassen Sie es einfach weg oder den Knoblauch. Dann machen Sie hier nur Ei, Creme Fraiche, gekochte Hirse. Fertig. Das Ei brauchen wir, dass wir Bindung haben. Die Creme Fraiche, dass wir wegen, ja, eine schönere Masse zusammenkriegen. Das könnten Sie auch weglassen, wäre nicht das Problem. Ja? Aber es wird dadurch einfach schön saftig. So, jetzt haben wir die Zwiebeln geschnitten, Knoblauch hier geschnitten. Geschält, besser gesagt. Normal klopfe ich da drauf, da war mir jetzt die Zehe zu klein. Jetzt haben wir wirklich ein bisschen angestellt, aber ist halt so. So, unsere Pfanne habe ich aufgestellt, auf 9, bin ich mal gespannt. Die Pfännchen, die brauchen immer ganz bisschen, bis sie heiß sind. Aber wenn, dann hauen die ganze Hitze her. Also ist ganz, ganz leicht ist das heiß. Ja, da hätte ich jetzt gesagt, ich wische hier einmal drüber, wobei, wissen Sie was, wir machen einfach weiter. Hätte ich bald mal eine halbe Zwiebel weggeschmissen, wollen wir ja nicht. Wir machen einfach mit der Guacamole weiter, mit dem Avocado-Dip, okay? So wie die Jalapenos heißen wahrscheinlich, glaube ich. Na? Aber wir sind ja noch in Franken, da darf ich mir das schon erlauben. Ein Vollei mache ich rein. Reicht für mich, ein bisschen Salz und Pfeffern. Meine Hirse ist ja schon im Salzwasser gekocht oder hat ja schon im Salzwasser gekocht. Von dem her muss ich da nur an mein Creme Fraiche denken, an mein Ei und das bisschen Zwiebeln. Das machen wir jetzt dann noch mit den Würzen. Ja, stelle ich mir auf die Seite. Da wische ich einmal drüber, wegen der Sauerei gemacht. Ei brauchen wir nicht mehr. Und warte quasi, bis meine Zwiebeln glasig sind. Mache die dann mit rein, hole eine neue Pfanne und brate dann Baggers raus. So, jetzt haben wir hier
zwei verschiedene Avocado. Stimmt eigentlich gar nicht. Am Schluss ist dieselbe Avocado. Die eine ist verzehrfertig, sprich die braune hier ist bis zum Schluss am Baum gewachsen, bis halt verzehrfertig ist. Und die grüne hier, die ist roh vom Baum gekommen. Hey, guten Morgen. Ist roh vom Baum gekommen und reift quasi beim Transport einfach weiter. Und das wollte ich Ihnen mal zeigen. Diese grüne ist ein bisschen fester und diese braune ist einfach wachsweich. Ja? Und für Guacamole, das ist was zum Salat machen, mal anschwitzen in der Pfanne, solche Sachen. Nehmen wir die grüne her, für Guacamole nehmen Sie die braune her. Weil die fix und fertig, wachsweich, und wenn Sie Avocado kaufen, hier drauf drücken und wenn das sich da drückt wie Wachs, dann pass, kaufen. Ja, einmal mit dem Messer rein, fertig. Und dann brauchen Sie einen tiefen Löffel, einen Esslöffel, um in die Tiefen von der Avocado reinzukommen. Einmal, zweimal, jawohl, dreimal, viermal. Geht wirklich ratzfatz, ist ultra sauber hier in der Schale, nichts mehr drin. Wenn was drin ist, einmal kurz rauskratzen. Hier habe ich noch ein wenig was drin gelassen. Diese können Sie einpflanzen, diese Kerne. Ja, die wachsen. Sind es nicht enttäuscht, wenn sie im ersten Jahr nur Blätter haben. Kommt nicht viel am Anfang. Aber es wird mit der Zeit, nach ein paar Jahren. Ich hätte jetzt gesagt, ich warte mal, bis meine Zwiebeln fertig sind. Da noch 2-3 Minuten. Mischt es da rein, hol eine große Pfanne und dann sind sie wieder dabei. So, unsere Zwiebelchen sind schön gegart. Ja. Rein damit in unseren Hirsebrei. Und Sie sehen schon, das ist wirklich alles ähnlich wie Bagger. Das ist eine richtig saftige Masse. Durchrühren. Pfanne habe ich aufgestellt. Und jetzt ist Ihre Entscheidung, wie groß Ihre Baggers gehen werden. Ich hätte mal 2 Esslöffel gemacht. Das ist ein ordentlicher Baggers. Ja, Blatter wird es noch. Also Sie müssen da am Anfang noch nicht groß. Hey, ja. Stellt mal auf Seite, ich habe es zu heiß hier. Ja, so, mache ich drauf, lasse ich ein wenig an der Seite stehen, bis mein Ofen ein bisschen abgekühlt ist. Habe schon wieder ganz schöne Sauerei gemacht. Gabel holen und jetzt die Avocado hier klein machen. Wir haben das früher immer zu Schiffszeiten, da haben wir hinten noch den Stiel. Zu Schiffszeiten haben wir da die Fritteusenkörbe genommen, haben wir natürlich auch ein paar Kilo gebraucht. Die Fritteusenkörbe genommen, mit der Schale durchgedrückt und dann hat es ganz gut geklappt. Dann kann man sich diese kleine Arbeit ein wenig sparen. Aber sind Sie ehrlich, das dauert ein paar Sekunden. Muss ja bloß eine Creme werden. Und jetzt haben Sie viele Rezepte im Internet, wo da drin steht, Sie sollen Creme Fraiche, Frischkäse, was weiß ich, was alles reinkommt. In eine richtige Guacamole kommt nichts anderes rein wie Avocado, Tomate, Chili oder Jalapenos, Limette, Salz, Pfeffer und vielleicht noch ein Koriander. Und dann war es das. Ja, also Sie müssen nichts strecken, weil es schade für die Avocado, schade für den Geschmack. Irgendjemand strengt sich an, um eine gute Avocado zu machen. Und wir hauen dann da Frischkäse oder Creme Fraiche oder was mit rein. So, hier machen wir das Kernhaus raus und machen jetzt Würfel. Der, wo es ganz edel machen will, der schält die Tomate, muss aber nicht sein, weil so kleine Würfel, da spüren Sie von der Schale eh nichts mehr. So, und da habe ich es jetzt auf klein gestellt, da steht es jetzt auf 3. Und dann kann das schön dahin brutzeln. Gerade war das Fett ganz schön heiß, aber habe ich auch nicht gewusst, wenn es so heiß ist, wieder unsere Hirse aufpoppt. So, Tomätchen rein, drüber wischen, Koriander haben wir gesagt, brauchen wir noch. Die Limette ist natürlich ganz wichtig, wenn Sie das nämlich vorbereiten, wird sie in den braun, Avocado an der Luft, reagiert mit der Luft, wird braun, also muss unbedingt Limette oder Zitrone rein, Limette ist halt einfach, passt besser dazu, ist original, erkenne ich so. Wenn du in Mexiko an den Strand gegangen bist, hast du das genauso gekriegt, war immer ganz begeistert. So.
Oder dann ein schönes Hähnchen, ein scharfes aus dem. Oh, fein. Ach, da kommen ja viele gute Ideen. Ein Löffel habe ich schon. So, schaut rein. Hier. Guacamole. Wenn ich es falsch ausspreche, dann sagen wir einfach Avocado-Tipp dazu. Hä? Dann passt es auch. Schaut doch lecker aus. Mehr braucht man nicht. Wahnsinn. Hä? Mexikanisches Bier noch dazu. Basti-Brillen. So, ich muss jetzt meine Dreh doch ein bisschen höher. Ich drehe die rum. Kurz vom Anrichten hole ich noch schnell zwei Tellerwische hier einmal in meine Sauerei ab. Und dann sind sie auch. Jetzt habe ich hier einmal zu viel umgedreht. Und zack, ist er mal auseinandergefallen. Ich tue jetzt dafür ganz unten drunter. Und der ist dasselbe. Ich war nämlich neugierig, ob die andere Seite schön braun ist. Aber ich finde eine Lösung dafür. Na, Guacamole schmeckt super gut. So, einmal, zweimal. Und jetzt machen wir unsere schönen, schau her. Wenn man nämlich nicht so viel dran rumfummelt, dann halten die Dadel los. Aber ich war halt wieder neugierig. Katastrophe, man soll die Finger davon lassen. So, da haben wir doch jetzt schöne, erfrischende Hirsebaggers. Wirklich klasse, schmeckt toll. Na, fast ein wenig Großmeiterner Baum. Ha? Nehmen wir hier mal ein wenig einen kleinen. Mache jetzt noch ein bisschen Tomate außenrum. Das in der Pfanne nasche ich selbst. Es wird nicht besser, je öfter sie hinlangt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi und guten Appetit.